messbar? Gehört die mit dazu zur Puppe oder ist das, ist das jetzt nur für die Messe? Nein, ist nicht nur für die Messe. Die Vespa ist erhältlich, ohne Puppe. Die Puppe kann man extra dazu kaufen. Und das Besondere an dieser Vespa, die ist natürlich für Kinder, ein Lauflernrad sozusagen, ist, dass sie auch Sound hat. Wir haben einen Original-Sound. Hier einmal zum Hupen, ganz wichtig. Das ist jetzt? Und der Vespa-Anstart-Sound, genau. Und dann fährt sie langsam an und dann hat man diesen typischen Und ist richtig zum Draufsetzen und fahren? Ist richtig zum Draufsetzen, also ein Lauflernrad, wo die Füße mitgehen. Und dazu gibt es dann immer die Puppe in blau oder in rosa. Hier haben wir den Buben, ganz schick, sogar mit kleinen Roller auf den Schüchen. Also ich muss sagen, bis ins kleinste Detail, bis einfach ins alles kleinste durchdacht. Detail. Genau. Das merkt man ja. Und einen Helm hat er natürlich auch. Wir schauen ja auf Sicherheit, auch bei den Puppen, damit ihnen nichts passiert. Und dazu für diese Spielewelt haben wir auch ein Picknickset entwickelt. Man kann diese Picknickdecke einrollen und dann hinten hier bei der Vespa in den Kofferraum, in die Tasche. Genau, in die Tasche reingeben. Dann ist man gut gerüstet für ein Picknick, entweder draußen oder drinnen. Da möchte man nochmal Kind sein, sage ich dann. Ja. Jetzt bin ich mir sicher, da ihr in jedem Jahr eigentlich was Neues rausbringt, dass ihr auch für nächstes Jahr euch schon wieder Gedanken macht. Ja, natürlich. Was können wir denn ungefähr erwarten? Ja, viel können Sie erwarten. Also wir werden die Puppenrange natürlich ausbauen. Es wird noch mehr trendige Kleidung geben, Accessoires. Die ganze Tierwelt wird ausgebaut. Also wir haben schon viel in petto.